Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, konservierte Hinweise anzunehmen bei Handwerker Itanu die Gezeiten in Nasata geben uns, was wir an dieser brauchen. Position. Ich weiß jetzt nicht, seht, was die Vorquest ist. Könnt. Falls ihr was herausfindet, dürft ihr was gerne in die Kommentare posten. Würde mich sehr interessieren, weil ich schon die Quest mit einem Charakter gesucht habe, mit meinem Schurken, und der hat sie nicht. Der DK hingegen hat sie. Also irgendwas muss ich mit dem DK gemacht haben, was ich mit dem Schurken nicht gemacht habe. Kehrt zurück, sobald habt die Quest ihr angenommen? Hier ist das Gebäude, wo die Quest anzunehmen ist. Nun darf man sich hierhin begeben. Ich werde hierzu zu diesem Flugpunkt fliegen, Tempel von Elun Alor. Falls ihr den nicht habt, einfach diesen Weg entlang weiten. Und hier müsst ihr euch durchkämpfen, durchlaufen. Auf jeden Fall gibt es einen Weg dahin. Begebe mich nun zum Flugpunkt und werde mich dann melden, sobald ich im Landeanflug bin. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis sofort. Und sofort ist auch schon passiert. Bin gelandet. Und nun hoffe ich, dass ich den Weg möglichst schnell finde, weil es hier ziemlich verwirrend ist, à la Suramar. Bei den Mobs vorbei. Ja, jetzt mounten sie mich ab, aber Schattenmimik. Mich interessieren die Mobs nicht. Momentan sieht der Weg noch gut aus. Laufe hier diese Stufen hoch. Und gleich sollte ich ankommen. Da bin ich auch schon. Quest ist dann abzugeben bei erhaltenes Tagebuch. In Nasjatar, an dieser Position. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Eizocke, Ende.